So, meine lieben Freunde, jetzt sind wir hier beim Kreisverband Hildesheim. Hier war heute das Erntedankfest und als Gast konnte man hier auch den Thomas Erhorn begrüßen. Thomas, ich begrüße dich auch. Jawohl, vielen Dank. Thomas, RICO-TV ist dafür ja bekannt, dass wir alles mit Humor sehen. Wir machen unsere Berichte, ich meine, du kennst das selber mit der kleinen Puppe, ja, die wir hatten. Ja, ich habe das schon erleben dürfen, ja. Heute brennt mir aber tatsächlich eine sehr wichtige Sache auf dem Herzen, und zwar der sogenannte Global Migration Pact. Ja. Dort ist im Internet eine Menge zu lesen. Es sind sehr viele Leute, die dazu schreiben, wie schlecht das ist, wie böse das ist. Es wird gesagt, dass illegale Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, aber gar nicht hier sein dürfen, gleichzusetzen wären mit legalen Flüchtlingen. Das heißt also, wer auch immer Deutschland betritt, wird sofort als Flüchtling anerkannt, so steht es im Internet ganz viel, und würde alles Mögliche an Geld bekommen. Und ich weiß, dass am 8.11. in Berlin eine Debatte darüber sein wird. Und du bist Bundestagsabgeordneter. Könntest du mich vor allem und natürlich auch meine Zuschauer einmal kurz ein bisschen aufklären, wie ist das mit diesem Migrationspakt? Gut, ich will es gerne mal versuchen, in ein paar klare Worte zu fassen, obwohl das deswegen schon gar nicht so einfach ist, weil dieses Machwerk des Migrationspaktes so undeutlich und so unklar formuliert ist, dass man es mehrfach lesen muss, dass man als Nichtjurist sich über die juristischen Fragen eigentlich nicht wirklich im Klaren sein kann. Aber eins ist auf jeden Fall klar, es geht hier um die Stärkung der Rechte von Flüchtlingen. Es geht darum zu definieren, dass angeblich Migration ein Menschenrecht wäre, was von vornherein schon absurd ist. Ich kann dem nur entgegenhalten, nicht Migration ist ein Menschenrecht, sondern das Recht auf Heimat ist ein Menschenrecht. Jeder von uns hat das Recht darauf, in dieser Gemeinschaft eines Nationalstaates oder eines Volkes nach den Regeln zu leben, die wir uns alle gemeinsam gegeben haben, nämlich nach unserem Grundgesetz. Und daran wollen wir uns doch bitte erst einmal halten. Und natürlich zum Beispiel auch an Paragraph 16a unseres Grundgesetzes. Das sind alles Dinge, die wir inzwischen aus den Augen verloren haben. Und hier werden also... Entschuldigung, ich muss eben dazwischen fragen. Paragraph 16a, hier der sagt mir jetzt nichts. Okay, hier wird natürlich geregelt, dass wir sozusagen niemandem Asyl gewähren, der aus sicheren Herkunftsstaaten kommt. Und wir haben also hier eine klare Regelung, wo wir definieren, welches rechtmäßige und welches unrechtmäßige Migration ist. Natürlich auch die Dublin-Verträge gehen in diese Richtung. Das heißt, wir haben hier ja klar definiert, wo zum Beispiel Asylverfahren stattzufinden haben, nämlich dort, wo Menschen das erste Mal europäischen Boden betreten. Auch das haben wir inzwischen außer Kraft gesetzt, dank unserer wunderbaren Kanzlerin. Und hier geht es jetzt also allgemein darum, dass man sagt, Migranten haben grundsätzlich das Recht darauf, in ein fremdes Land einzuwandern, und natürlich nicht nur das, sondern dort, wo sie einwandern, haben sie sofort in gleicher Weise behandelt zu werden wie die eigentlich dort lebende Bevölkerung. Und das wiederum ist im Grunde ein Freifahrtschein direkt in die Sozialsysteme des Landes, in welches dann der Migrant einwandert. Das heißt also, wenn dieser Pakt tatsächlich auch von Deutschland unterschrieben wird, dann werden zu den Menschen, die tatsächlich Schutz brauchen, auch die Menschen hierher kommen, die es einfach nur besser haben wollen, die einfach nur hierher kommen wollen und dann auch Geld bekommen. Ist das so richtig? Oder kann man das so sagen? Das kann man in der Tat so sagen. Ich meine, dass nicht nur Menschen, die Schutz brauchen, zu uns kommen, das haben wir leider heute schon so. Denn wir wissen ja, dass ein sehr großer, vielleicht sogar der größte Teil der Menschen, die zu uns kommen, eben nicht aus Schutzgründen zu uns kommen, sondern weil sie ein besseres Leben anstreben. Das kann man den Betreffenden natürlich nicht verübeln. Auf der anderen Seite ist es nun einfach mal
mal völlig unmöglich, dass wir hier 20, 30, 40 Millionen Menschen, die irgendwo in Afrika letzten Endes auf gepackten Koffern sitzen und nur darauf warten, in unser Land zu kommen, hier beherbergen könnte. Das ist völlig utopisch, das ist jedem klardenkenden Menschen sehr schnell zu erklären, nur offenkundig unserer Bundesregierung nicht. Aber was dann natürlich passiert, wenn wir diesen Migrationspakt unterzeichnen, dann legalisieren wir im Grunde dieses Vorhaben und wir können dann immer schwerer unterscheiden zwischen legaler und illegaler Migration. Denn natürlich sagt dieser Migrationspakt auch, dass wir verpflichtet sind, dass wir uns selbst verpflichten, unsere eigenen Gesetze in diese Richtung anzupassen. Das heißt, wir sind dann eigentlich verpflichtet, unsere Gesetzeslage so auszugestalten, dass jeder, der zu uns kommt, dieselben Rechte hat wie die einheimische Bevölkerung und damit natürlich auch Zugang zu diesen Sozial- und Sicherungssystemen. Also, wenn das jetzt so, wenn dieser Pakt unterschrieben wird und jeder Mensch in der ganzen Welt einfach so nach Deutschland kommen kann, das Land betritt und sagt, hier bin ich, jetzt gib mir Hartz IV oder bezahl die Wohnung, was weiß ich, das Sozialsystem, ich brauche neue Zähne, bezahl den Zahnarzt. Natürlich. Dann sind das natürlich Unsummen an Kosten, die da entstehen. Da frage ich jetzt, ich meine, die Antwort kenne ich natürlich schon, aber ich frage mal, wer bezahlt das denn alles? Ja, das ist natürlich einfach nicht bezahlbar. Ich sage mal, hier gilt einfach der Spruch eines großen Journalisten, der mal gesagt hat, wer halb Kalkutta nach Deutschland holt, der hilft nicht Kalkutta, sondern wir werden dann zu Kalkutta. Und genau damit hat er natürlich eine Wahrheit ausgesprochen, nämlich die, dass es die meisten der vielen Millionen Menschen auf dieser Welt nicht reicher macht, wenn sie nach Deutschland kommen. Es macht uns aber ärmer. Das heißt, es gefährdet unseren Wohlstand in einer so massiven Weise, weil natürlich wir mit den 80 Millionen Menschen, die wir haben, und davon ist ja nur ein ganz geringer Teil wirkliche Nettosteuerzahler, diese Menschen sollen das alles erwirtschaften. Und es gibt natürlich den Punkt, wo das System kippt und definitiv den Bach runtergeht. Das ist ganz klar. Aber wie kommt man auf die Idee, überhaupt so einen Vertrag überhaupt zu schreiben? Ich meine, was, das ist jetzt natürlich Spekulation, aber ja. Was, wie sind die Leute, die diesen Vertrag geschrieben haben, auf diese Idee gekommen? Warum? Wieso macht man das? Weil das ist ja, ich formuliere das jetzt mal so, dieser Vertrag wäre ja eigentlich der Anfang vom Ende für uns. Ja, definitiv. Wie kommt man auf die Idee, was steckt dahinter? Ich meine, bekommen die Leute Geld, wenn die so einen Vertrag unterschreiben oder wenn die in Marrakesch sind? Also ich, das verstehe ich nicht und ich denke viele andere Leute auch nicht. Nein, das kann man eigentlich auch nur verstehen, wenn man die Ideologie der 68er kennt, wenn man weiß, dass diese Leute eigentlich etwas ganz anderes im Sinn haben. Die Grundidee, die dem zugrunde liegt, ist die Idee von No Borders, No Nations. Das heißt eigentlich von einer neuen Weltordnung, in der es weder Grenzen gibt, noch einzelne Völker, sondern ein großes, vermischtes Konglomerat aus allen Rassen und Völkern, die nach dieser Ideologie miteinander leben sollen, einfach als große Weltbürger. Natürlich stecken da noch andere ideologische Aspekte dahinter, die man hier in ihrer Verwirrtheit gar nicht alle benennen kann. Als letzte Frage. Glaubst du, es ist euch in Berlin irgendwie noch möglich, diese Unterzeichnung auch zu verhindern oder denkst du, das wird unterzeichnet? Ich befürchte fast, dass es so wie viele andere Dinge, die zum Schaden des deutschen Volkes sind, auch von dieser, ich hätte beinahe gesagt, verbrecherischen Regierung ebenfalls unterzeichnet wird. Wir sehen natürlich, dass es andere Nationen gibt, die Österreich. Österreich, Polen, Vereinigte Staaten, Australien und viele mehr, die aus gutem Grund diesen Migrationspakt nicht unterzeichnen werden, weil das nämlich der Anfang von der Aufgabe der eigenen Souveränität, von der Aufgabe der eigenen Entscheidungsfreiheit bezüglich der Einwanderung ins eigene Land sein wird. Und deswegen wehren sich ganz viele Nationen dagegen. Aber wie ich diese Bundesregierung kenne, werden sie vermutlich
in die Richtung gehen, dass sie versuchen, diesen Migrationspakt gegen die Interessen des eigenen Volkes zu unterschreiben. Davon gehe ich fest aus. Ja, da würde ich jetzt einfach sagen, liebe Leute, teilt mal dieses Video. Erzählt euren Freunden von diesem Migrationspakt. Fragt mal, ob die Leute überhaupt wissen, dass es so einen Migrationspakt überhaupt gibt. Denn das ist das Problem, die meisten wissen gar nicht, dass so etwas jetzt in Marrakesch im Dezember geschehen soll. Klärt euch auf, geht ruhig auf die Straße, friedlich wohlbemerkt. Ihr sollt nichts kaputt machen, aber geht auf die Straße und sagt, ihr wollt das nicht. Denn ich bin davon überzeugt, die meisten wollen es nicht. Auf jeden Fall, jeder Mensch, der auch in Zukunft in einer Bundesrepublik leben möchte, in der wir selbst darüber entscheiden, wie viele Fremde wir beherbergen wollen, wie sehr wir zulassen wollen, dass Fremde, die zu uns kommen, unser Land in ihrem Sinne verändern und natürlich auch von dem Geld profitieren, was wir alle erarbeiten müssen. Wer das so will, beziehungsweise eine Masseneinwanderung, die völlig aus den Fugen gerät, und zwar noch viel mehr, als wir es im Jahr 2015 erlebt haben, wer das verhindern will, der muss jetzt aufstehen und muss dagegen demonstrieren, dass dieser Migrationspakt in die Tat umgesetzt wird. Natürlich will ich noch ein letztes Wort hinzufügen. Es wird von denjenigen, die das vorantreiben, immer wieder behauptet, dieser Migrationspakt sei nicht rechtsverbindlich. Das ist aber nur eine Halbwahrheit, denn tatsächlich wird jeder Richter dann den Migrationspakt als Grundlage nehmen, um eine eventuelle Rechtsprechung so zu betreiben, wie es ein Migrant, der hier einwandern möchte, sich wünscht. Ja, meine lieben Zuschauer, das war der Bundestagsabgeordnete Thomas Erhorn, der für uns im Deutschen Bundestag sitzt und das Schiff schaukeln lässt. Thomas, ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch. Wir werden uns noch mal wiedersehen. Davon gehe ich aus. Und ich hoffe, in einer guten Welt. Wir arbeiten jedenfalls daran. Dankeschön.